Nostalgiefans aufgepasst! Shabby Chic ist einer der angesagtesten Einrichtungstrends der letzten Jahre. Den Möbelstücken werden künstlich Gebrauchsspuren verpasst, damit sie richtig schön schäbig aussehen. Im Mix mit meist hellen Pastelltönen passen die auf alt getrimmten Möbelstücke ebenso perfekt in ein Wohnzimmer im Landhausstil wie in ein romantisches Schlafzimmer oder ein charmant dekoriertes Vorzimmer. Am Beispiel von diesem dunklen Massivholzschrank zeigen wir euch, wie ihr den Shabby-Look selbst herstellen könnt. Bitte verwendet nur Massivholzmöbel. Furnierte Stücke halten der Bearbeitung mit Schleifpapier meist nicht stand. Mit überschaubarem Aufwand könnt ihr den angesagten Look ganz einfach selbst herstellen. Dieses Material braucht ihr dafür: den Acryllack Adler Varicolor in einem weißlichen Grundton und in einem Pastellton eurer Wahl. Pinsel, Rührholz, feinkörniges Schleifpapier in Körnung 220 und 180, Schleifschwamm, Abstaubbürste. Vorbereitung: Als erstes entfernt ihr sämtliche Metallbeschläge und Griffe vom Möbelstück und säubert es sorgfältig. Unbehandeltes Holz raut ihr mit Schleifpapier in Körnung 180 leicht an. Wenn das Möbel bereits einmal farbig lackiert worden ist, entfernt ihr den alten Lack, am besten mit einer Schleifmaschine. Schwer zugängliche Stellen und Ecken schleift ihr per Hand. Anschließend entfernt ihr den restlichen Schleifstaub mit der Abstaubbürste. Erster Anstrich. Das geschliffene Möbelstück ist nun bereit für den Grundanstrich im weißlichen Basiston. Tragt den Acryllack gleichmäßig mit dem Pinsel auf. Ein Auftrag mit der Farbrolle ist nicht zu empfehlen, da hier nicht der gewünschte Oberflächeneffekt mit Pinselstrichspuren entsteht. Die Farbe muss nun gründlich trocknen, meist 12 Stunden, bevor ihr die nächste Lackschicht auftragen könnt. Zweiter Anstrich. Jetzt kommt ein sehr dünner Anstrich in einer pastelligen Farbe, zum Beispiel in Hellblau darüber. Achtung! Je dicker ihr die Farbe auftragt, desto schwieriger wird es später beim Schleifen. Plant auch hier eine Trockenzeit von etwa 12 Stunden ein. Shabby Chic Look verpassen. Nun wird der Kommode mit Schleifpapier der typische Shabby Chic verpasst. Schleift die zweite Farbe vorsichtig ab, sodass der weiße Lack zum Vorschein kommt. Vor allem an den Ecken und Kanten wirken Gebrauchsspuren sehr gut. Ihr könnt sogar an manchen Stellen bis zum Holz hinunterschleifen. So wird der Vintage-Look insgesamt dreifarbig. Verwendet zum Schleifen aber nie eine Schleifmaschine. Arbeitet stattdessen in kleinen Schritten mit feinem Schleifpapier in Körnung 220, das ihr um einen weichen Schleifschwamm legt. So lassen sich vor allem Leisten und Profile sehr gut bearbeiten. Und schon ist euer Shabby-Möbel mit einem Hauch von Nostalgie fertig. Der Stil lebt von einer harmonischen Farbwelt. Starke Kontraste und dunkle Farben wie Schwarz haben da nichts verloren. Es dominieren zarte, matte Farben wie Pastellrosa, Hellblau, Weiß, Beige und Violett. Eine große Auswahl davon findet ihr in der Adler Alpine Selection. Wie immer findet ihr alle Materialien, die wir verwendet haben, beim Adler Partner in eurer Nähe oder auf www.adler-farbenmeister.com. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen ein Like. Lasst einen Kommentar da und abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns auch über Anregungen für neue Videos.